Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Splatoon im Singleplayer-Modus. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, zwei Parts pro Tag hochzuladen. Vermutlich, wenn ich es schaffe, einen Online- und einen Singleplayer-Part. Trotzdem wird es beides in derselben Playlist sein, also nicht wundern. Die Amiibos, die hebe ich mir auf jeden Fall ein bisschen auf. Was ich bislang gehört habe, sind die Amiibo-Missionen, die man macht. Einfach die normalen Singleplayer-Missionen, nur mit speziellen Waffen. Das heißt, die Amiibo-Sachen werden wir uns also für nach den Singleplayer-Modus aufheben. Dass wir quasi auch nach dem Singleplayer-Modus immer noch Sachen zeigen können. Soweit ich zum Beispiel weiß, braucht man mit dem Mädchen, muss man dann alles mit Sniperwaffen machen. Für den Jungen muss man dann, glaube ich, alles mit irgendwelchen MG-Waffen machen. Und mit dem komischen Squids-Amiibo muss man dann alles mit Rollerwaffen machen. Kann auch sein, dass das andersrum war, aber irgendwie so in der Art ist das auf jeden Fall. Und da gibt es dann jeweils spezielle Missionen. Und damit schaltet man dann halt auch neue Anziehsachen und neue Kleidung und so einen ganzen Kram frei. Ist auf jeden Fall ganz cool. Aber, ja, wie gesagt, für uns momentan, solange wir den Story-Modus noch nicht durchhaben, noch relativ uninteressant. Deswegen begeben wir uns auch sofort hier... Oh Gott. Fast rausgeflogen. Sofort in Zone 2. Und werden hier dafür sorgen, dass wir auch schnell die ganze Zone bereinigt kriegen. Ist das hier denn Level 4? Es ist Level 6. Wir wollen auch schon richtige Reihenfolge machen, ne? Also wir wollen hier schon nicht irgendeinen Quatsch machen. Schauen wir mal da. Was haben wir denn hier? Hier war doch auch eins. Das ist Level 7. Das ist Level 5. Wir nähern uns schon mal unserem Ziel. Hier oben ist doch auch was. Oder... Aber das ist gar nicht so einfach zu erreichen. Es ist trotzdem Level 4. Tintenfontänen-Parcours. Starten wir das Ding einfach mal. Okay. Okay, das ist wohl die Tintenfontäne, von der man gerade sprach. Okay, das sind wohl so Tintenkanister, wenn man die Luft sprengt. Also wenn man die abschießt, dann sprengen sie sich in die Luft. Damit ist die Elektrowelt schon zu sehen. Puh. So. Die hätten wir. Hier geht's jetzt weiter. Ich glaube, ich wollte noch mal kurz gucken, ob hier eventuell irgendwo die Schriftrolle versteckt ist. Scheint es ja wohl tatsächlich... Oder ob es mir so ein Block... Okay. Scheint es ja wohl tatsächlich in jedem Gebiet eine zu geben. Die im ersten Gebiet muss ich noch mal nachholen. Vielleicht werde ich euch die auch einfach mal reinschneiden, sobald ich die nachgeholt habe. Möchte ich nämlich schon gerne alle zeigen. Nein! Wow. Okay. War dann mein Tod? Gut. Machen wir hier mal weiter. Vielleicht kommt das Ding ja noch. Das Schriftrollenkram. Ich gehe mal davon aus, dass es noch kommt. Ich wüsste nämlich nicht, was jetzt gerade gewesen sein könnte. Aber das war teilweise auch schon gar nicht mal so mies. Gar nicht mal so gut. Ach, leck mich. Es ist zu spät. Gar nicht mal so schlecht versteckt, das wollte ich sagen. Aber es ist... Oh Gott, oh Gott. Lass mich. Uah. So, es ist sehr, sehr spät. Es ist mittlerweile 2 Uhr nachts am Release-Tag. Das kann ich euch somit schon mal mitteilen. Okay, warum sind die Viecher hier? Das ist irgendwie fast zu einfach. Ich hätte irgendwie mit mehr gerechnet, als dass diese Viecher hier kommen. Aber es ging ganz gut. Gehen wir nochmal zurück. Ne, ich dachte vielleicht da hoch oder so. Dann gibt es da noch die Secret-Schriftrolle, aber vielleicht ist sie auch hier irgendwo versteckt. Die Felswand hier ist so auffällig. Hinter dem Schild hier ist auch nichts. Na gut, egal, gehen wir weiter. Wie gesagt, ich werde euch den ganzen Kram doch einfach mal nachträglich reinschneiden, die Schriftrollen, die ich verpasst habe. Dafür werden wir jetzt hier nicht unendlich viel Zeit opfern in jedem
Part, den wir hier machen. Das wäre auch einfach ein bisschen zu viel, glaube ich. Wir werden die Level jetzt einfach machen, dafür, dass wir sie mit den ganzen Nebenmissionen und so eh noch häufig sehen werden. Ah, da war sie. Okay. Das war relativ offensichtlich eigentlich. War jetzt gar nicht wirklich versteckt. Das war für mich jetzt eigentlich ein normaler Weg, wie alle anderen komischen Säulen hier. Aber schnappen wir uns die Elektrowelt. Wir haben die Schriftrolle von hier. Fehlt uns eigentlich nach wie vor nur die aus der ersten Welt. Und dann machen wir gleich mal weiter. Ich werde heute aber, glaube ich, auch nur noch diesen Part hier aufnehmen und dann für heute erstmal Pause machen. Ich muss den ganzen Kram ja auch noch rendern und dann hochladen und so weiter und so fort. Da habe ich ja eh noch mehr als genug Arbeit mit. Okay, da geht es dann später weiter. Das hier war Level 5, oder? Das war Level 5, jawohl. Wie ist das Level? Schwamm drüber oder Schlamm drüber? Eins von beiden. Oh, blau diesmal. Schwamm drüber. Ein Sprichwort, was man kennen sollte. Sind hier denn Schwämme? Ah, das ist ein Schwamm. Oh, den kann man also aufpumpen mit Farbe. Was man schon fast von einem Schwamm erwartet. Dass er sich mit Flüssigkeit vollsaugt. Oh, fuck. Okay, das war dumm. Dann war ich mal erstmal gestorben beim ersten Gegner in diesem Level. Das kann man sicherlich auch besser. Okay, das sind offiziell auch Gegner, aber die können ja nichts. Die da können schon mehr. Ich glaube, ich färbe den Bereich hier lieber mal kurz ein. Hätte so einfach sein können. Ich mache es so kompliziert. Okay, gehen die nach einer Zeit auch wieder klein? Die Schwämme? Oder bleiben diese groß? Ich beeile mich mal lieber, weil ich irgendwie das Gefühl habe... Ich meine, das hat man auch schon mal in Trailern gesehen, dass die wieder klein werden. Wenn man sich viel Zeit lässt. Okay, da drüben sieht man es auch schon. Die großen Blöcke sind nicht mehr da. Ist hier irgendwas versteckt? Nein. Also ein richtig mies versteckte Schriftrolle ist, glaube ich, gleich die erste, die wir gefunden haben. War die bislang meiner Meinung nach mies versteckteste. Die haben wir relativ souverän einsammeln können. Jetzt bin ich da wieder hoch, danke. Okay. Darüber, darüber, darüber. Und weg mit euch. Danke, weg mit euch. Das möchte ich auch gerne haben. Die Punkte, die wir bekommen, werden auch mehr. Also wir können uns demnächst vielleicht mal ein Waffen-Upgrade besorgen. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste von dem Ganzen hier. Wir haben zwar unseren Tank hier schon erhöht. Das ist ganz cool, aber ich denke mal, das Erhöhen der Waffenkapazität, oder nicht, der Waffenkapazität haben wir schon gemacht. Das Verstärken der Waffe. So, das ist, glaube ich, das Beste von allen. Oh. Okay. Das war wieder ein gutes Versteck. Unter dem Schwamm durch das Gitter durch. Bin ich mehr oder weniger durch Zufall durchgekommen, weil der Schwamm gerade klein wurde. Ansonsten hätte ich nicht gefunden. Aber bis auf das erste Level haben wir nach wie vor alle Schriftrollen gefunden. Und das auch nur, weil ich im ersten Level nicht wusste, dass es existiert. Groß. Wieder groß. Jawohl. Eigentlich muss ich mich jetzt hier nicht weiter nach Secrets umschauen, da wir das die Schriftrolle schon haben. Wir können uns also auf unser Hauptziel konzentrieren. Oh. Kanone. Hallo? Da bist du? Danke. Ich werde hier alles wegschießen, was ich kann. Sehen die uns hier drin echt nicht? Das sind ziemlich dumme Viecher. Aber es weiß ja jeder, Tintenfische sind die Schlauen und Oktopusse sind die Dummen. Das weiß ja jedes Kind, das bekommt man in der Schule ja auch schon quasi so gelehrt. Was war das denn? Oh oh. Okay. Dann nochmal neu. Du noch weg, du noch weg und dann... Du noch.
So. So. Na also. Das hätten wir auch gleich so machen können. Der nächste Elektrofels. Weiter in die nächste Welt. Welt 6. Eier, glaube ich. Okay, dann haben wir die nächste Seite. Die haben wir uns eben nicht so ganz angeguckt. Diese ca. 2000 Jahre alt Aufzeichnung. Das älteste bekannte Zeugnis der sogenannten Revierkämpfe. Das bekannte Format von Kämpfen 4 gegen 4 war schon damals fest etabliert. Die furchterregende Biologie der Inklinge, Gliedmaßen, Sprung bis zu 150 cm, Skelett keins, Gehirn simpel und auf Spaß ausgelegt, Augen erkennen, Beute auf 100 Meter, Tinte hochkomprimiert. Ich finde das ganz cool, diese kleinen Notizen jedes Mal. Ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist auch nichts, wo man sagen muss, hey, ist unnötig. Ist ganz gut. Oh, das ist Level 7. War das da hinten? Level 6. Ist ein bisschen sehr merkwürdig. Oh, du bist jetzt hier. Jetzt bist du blau. Die Levelaufstellung ist sehr merkwürdig. Da ganz hinten ist Level 4, dann ist da vorne direkt daneben Level 5. Und das Level direkt daneben ist wieder Level 7. Level 6 ist wieder am anderen Ende der Map. Oh, meine Lieblingsfarbe. Oder nee, das ist nicht meine Lieblingsfarbe. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Grüntöne. Das hier das ist schon das ein sehr, sehr cooles Grün. Das mag ich auch schon sehr, sehr gerne. Aber es gibt noch ein etwas, nicht ganz dunkles Grün, sondern ein etwas dunkleres Grün. Und das mag ich sogar noch lieber. Aber das hier ist, glaube ich, meine zweite Lieblingsfarbe im Spiel. Also dieses hier ist meine zweite Lieblingsfarbe. Das andere Grün ist meine dritte Lieblingsfarbe. Und dann kommt das Dunkelblau. Okay, da sollte ich, glaube ich, vorher drauf. Ich kann mir vorstellen, dass unter einer solchen Windmühle vielleicht auch noch ein Ziffer versteckt sein wird. Oder über so einer Windmühle. Weil die doch sehr weit nach oben fahren. Da drunter ist nichts. Drunter ist auch nichts. Drunter ist auch nichts. Okay. Der ist weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Tinte! Der ist weg und der ist auch weg. Fährst du noch so hin? Ist da drüben auf dem Kran was? Nee, ich glaube, wir können bis dahin auch gar nicht springen. Dann gehen wir lieber hier weiter. So. Checkpoint. Und den weg. So, ist unter dieser Windmühle denn was? Ja, wir haben die nächste Schriftrolle gefunden. Finde ich cool, erinnert mich sehr stark an die Starcoin-Jagd. Der typischen Mario-Spielen. Nur, dass es halt nur eine pro Level gibt. Aber die sind cool versteckt. Macht durchaus Spaß, die zu sammeln. Oh Gott. Okay, die sollte vielleicht doch schon vorher drauf. Auftanken. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel noch ziemlich schwierig werden wird. Ist ja bis hierhin schon nicht so ganz einfach. Also es geht natürlich auch schwerer. Es ist auch nicht mega schwer. Aber es ist auch nicht mega einfach. Da kann ich mir wie gesagt vorstellen, dass da auch noch einiges in Herausforderungen kommen wird. Der erste Boss war ja auch schon nicht so schwer. Auch schon nicht so einfach. Ich sollte echt aufhören nach dieser Session hier. Das geht ja echt gar nicht. Ich labere ja nur noch Blödsinn hier. So. Oh oh. Da ist mal der weg. Okay, Tinte wieder auffüllen. Die andere Kugel, da kann mir mal egal sein. Und da oben stehen die nächsten Gegner drauf. Mach mich schon mal bereit für diese.
Also könnte man das auch einfacher haben können. Und weg. Gut. Dann gehen wir nochmal nach oben. Und da ist auch der Elektrowilz. Hätten wir den auch. Von Tinte verweht hieß das Level. Die Namen sind auch relativ passend, muss man sagen. Nicht vom Winde verweht, sondern von Tinte verweht. Also halt immer so ein paar Sprichwörter etwas umgedichtet. Der Energieministerium ließ auf einer Pressekonferenz verlauten, dass in naher Zukunft eine Energieknappheit zu erwarten sei. Der schlechteste Allgemeinzustand der Untergrundkuppeln lässt nichts Gutes erahnen. Oder, okay, ich kann sagen, dass ich das jetzt irgendwie verkrüppelt habe in meinem Kopf. Ist durchaus möglich bei meinem jetzigen Zustand. Ich kriege ja auch andere Sätze nicht mehr hin. Na, ich glaube, es ist tatsächlich das etwas hellere Grün. Das etwas dunklere Grün mag ich noch lieber. Aber die Innensicht tatsächlich sehr stark. Es gibt auch noch ein gelblicheres Grün als dieses hier. Das mag ich gar nicht. So, das Gelb, was wir hier haben, ist auch nicht so knallgelb. Gibt auch noch coolere Gelbtöne. Hallo. So, was ist denn der Clou in diesem Level? Oh, ich glaube, ich sehe da vorne schon die geheime Schriftrolle. Dann weiß ich schon mal ungefähr, wo ich hin muss. Was dauert noch ein bisschen, bis ich da bin. Da oben ist wahrscheinlich eine Rüstung drin. Jawohl. Okay, das Ding färbt immer wieder alles um sich herum in seiner Farbe. Und wir tricksen es einfach mal aus und können auch tauchen. Tricksen es einfach mal aus, indem wir auf dem Ding selber nach oben schwimmen. Nach links fährt, dann können wir hier rechts hoch. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Secret. Jawohl, da unten drunter ist die Schriftrolle da hinten. Jetzt mal nur gucken, wie wir hier irgendwie nach unten kommen. Hier müssen wir irgendwie in den Tag rein. Wird ja wohl auch irgendwie machbar sein, indem wir zum Beispiel einfach diese Dinger hier runterfahren. Die sind schon cool versteckt, muss man ganz ehrlich sagen. Die Schriftrollen sind sehr, sehr cool versteckt. Ich finde, das macht richtig Spaß, die zu sammeln. Okay, geht schnell. Vielleicht schaffen wir in diesem Part sogar noch den nächsten Boss, weil die Level hier fixer gehen, als ich erwartet hatte. Haben wir wieder gut Rüstung zusammengekriegt. Bleib du mal weg. So, hier muss ich runter. Wieder weg. Letzter Checkpoint. Das heißt, der Elektro-Wales ist nicht mehr weit weg. Okay. Dann lass mich zum Elektrowilz. Da ist er auch. Nummer 7. Schauen wir mal, wo Nummer 8 steckt. Welt Nummer 8 haben wir nämlich noch nicht entdeckt.
Die beim Revierkampf verspritzte Tinte verschwindet ganz umweltverträglich nach einiger Zeit von selbst. Natürlich umweltverträglich, ist ja... Sonst könnte man hier Probleme mit diversen Organisationen bekommen, deswegen muss man das schreiben. Ich habe eine Idee, da oben war, glaube ich, noch irgendwo ein Level drauf. Aber wo dann das letzte ist, weiß ich auch nicht. Okay, hier kann man nicht so einfach bauen. So, und lass mal da lang. Wir müssen jetzt Level 8 finden. Vielleicht ist das hier. Ich kann mir aber vorstellen, dass das hier schon 9 ist. Es ist 8! Na dann. Rein da. Oh, ist der Wels schon zu sehen? Das ist eher ein größeres Gebiet. Und da habe ich eben etwas von Hinterhalt gelesen. Ich glaube, das wäre auch zu einfach. Hier muss etwas mit Hinterhalt sein. Oh, wir haben Gesellschaft, Oktolinge. Das Gegenstück zu Inklingen. Wir sind ja ein Inkling. Die lassen sich also genauso bekämpfen wie Inklinge. Nur, dass es Oktolinge sind. Ist ja irgendwie logisch. Ich kann hier hoch. Das Gebiet ist sehr, sehr offen. Aber irgendwo hier muss auch noch die Schriftrolle sein. Okay, das Gebiet ist unter uns. Das hier ist nur eine Spezialwaffe. Nein! Alter! Checkpoint gefunden. Also war das eigentlich nicht geplant, wie ich das gerade eben gemacht habe? Eigentlich war geplant, dass ich den noch mit der Bazooka abschieße, aber die war dann blöderweise gerade weg. Das Ganze etwas komplizierter gemacht, als es sein musste. Uns fehlt trotzdem noch die Schriftrolle. Wo könnte die hier versteckt sein? Da hätten sich noch ein Oktoling rumstehen. Da unten ist auch noch einer. Wir hatten sogar Granaten. Die könnten echt noch gefährlich werden. Ah, Schriftrolle gefunden. Sehr schön. Dann können wir uns ja auf direkten Weg zum Ziel begeben. Auf. Und komm raus, Elektrowels. Sehr schön. Oktoling Hinterhalt, entkommen. Da fehlt nur noch ein Level. Schauen wir uns kurz auf die Notiz aus diesem Jahr an. Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies von Octoangelo. Ja, ist bestimmt keine Anlehnung auf Michelangelo. Wo ist Level 9? Wo könnte Level 9 sein? Das ist jetzt die große Frage. Hier oben ist das Finale, glaube ich. Ja, hier ist der Endboss. Dafür brauchen wir noch einen Elektrowels. Da, ne? Ja, ich sehe schon. Da war Level 9 auch noch gefunden. Und ich glaube, wir machen einfach jetzt hier einen etwas längeren Part drauf. Machen wir einen etwas längeren Part raus. Ganz da ruhig hoch. Und dafür machen wir hier wieder bis zum Boss. Nein! Spring doch! Och, du Drecksviech. Okay. Das mit den Sprüngen habe ich nicht so ganz raus. Geht aber noch. Hoffe ich. Also springen und springen und ja, also hier. Level 9, unbekanntes Flugobjekt über Inkopolis. Inkopolis? Inkopolis? Keine Ahnung. Metropolis. So. Oh. Ist das nicht das Tutorial-Level? Wow, ein Tintinferno-Bomber. Kann ich nicht mit einem Tintinferno erwischen. Das weiche aus. Oh, okay. Das Ding ist quasi wie die eine Spezialattacke, die man machen kann. Kann man auch auf dem Boden so ein Ding machen.
Ja, ist wahrscheinlich einfach nur ein Ausweichlevel. Das ist tatsächlich das Tutorial-Level. Ein Level, was ich mir durchaus, wenn man die Wände hier wegnehmen sollte, würde, auch noch als richtiges Level vorstellen könnte. Finde ich zumindest. Oh Gott. Mit dem hatte ich nicht gerechnet. Mit dem hier auch nicht. Aber ich glaube, darauf sind diese Gegner rausgelegt, dass man mit ihnen nicht rechnet. Ist die gerade nur irgendwo hier? Moment, habe ich das nicht mitgenommen? Bin auch ein bisschen doof im Kopf. Die Rüstung darf ich ruhig schon mal mitnehmen. So. Ich wüsste aber gerade nicht, wo hier das Secret versteckt sein könnte. Ah, da unten drunter. Ja, da ist es tatsächlich. Ja, wer das Tutorial-Level kennt, das müsste ja jeder, das muss man ja spielen, bevor man das Spiel überhaupt starten kann. Der wird hier wahrscheinlich direkt rüberspringen. Oh, muss man gar nicht rüberspringen, kann man sogar laufen. Das ist ja vereinfacht sogar. Ja, und deswegen wird man unten wahrscheinlich das Secret übersehen. Aber wie gesagt, ich kann mir dieses Level hier durchaus als richtiges Level vorstellen. Oh. Weg! Uah, ganz weg. Versuche es mit einem Rutsch zu schaffen. Habe ich durchaus gemacht. So, und damit war das Tutorial-Level damals vorbei. Aber jetzt kommt erstmal der hier. Das ist ja quasi schon fast ein Boss. Es ist auch aufgemacht wie ein Bosskampf, nur dass der Boss erst nach dem hier kommt. Eventuell. Ja, wir haben ihn gleich. Er ist ja schon sehr voll getintet. Jawohl. Was mit dem Elektrowelz? Ah, der war da in der Mitte. Dann komm mit, mein Freund. Ja, der Part wird Überlänge haben, ich weiß, aber das ist mir jetzt auch egal. Wir machen den Boss jetzt noch und dann ist der Part vorbei. Und dann nehme ich zu einem Zeitpunkt weiter auf, an dem ich mental etwas fitter bin. Unbekanntes Flugobjekt abgeschlossen. Manche Octorianer können ebenfalls eine humanoide Form annehmen. Sie sind sehr beweglich und außergewöhnlich aggressiv. Höherrangige Individuen tragen Algen auf dem Kopf, aber wie denken sie, oder denken sie überhaupt? Eine gute Frage. Da sind wahrscheinlich die Octolinge mit gemeint. Du hast nun genug Elektrowelse. Ah ja, auf zum Bosskesselportal. Oh ja, da bin ich hin. Auf dem Weg. Und wahrscheinlich werde ich am Ende dieses Parts auch noch das Secret von Level 1 einmal kurz einspielen. Weil das ist das Einzige, was wir bislang noch nicht gefunden haben, die Secret-Schriftrolle. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich dir am Ende dieses Parts, wenn wir eh schon Überlänge haben, einfach nochmal kurz zeigen werde. Antritt des Octokickers. Also hier, was uns diesmal im Endboss-Fight erwartet. Ich färbe hier schon mal alles ein bisschen. Ich glaube, diese Dinger hier sind nicht ohne Grund da, diese Schutzwelle. Da ist der Elektrowolz. Den brauchen wir. Beim letzten Mal haben die Octolinge einen Würfel übernommen. Diesmal ist es ein Abfluss. Es hat Füße, hat das vorher auch. Ist das da unten die Schwachstelle? Ich glaube, das ist die Schwachstelle. Ah, ich muss da hoch. Nee, ich muss nicht da hoch. Das war eine dumme Sache. Wie komme ich denn an die Schwachstelle ran? Auf seinen Kopf ist dann quasi sein Ziel erschienen. So, ich tau das Ding da rein. Und dann muss ich darüber jumpen, ne? Jawohl. Erste Phase geschafft. Wir haben noch zwei Leben. Er hat noch zwei Leben. Aber es wird wahrscheinlich nicht einfacher.
Okay, wir müssen eine Ebene weiter nach oben schießen jetzt. Hat er noch eine Schwachstelle, die wir reinschießen müssen? Wow, das war knapp. Ja, er hat noch eine Schwachstelle, die wir reinschießen müssen. Und zwar diese hier. Okay, Phase 2 geschafft. Oh, wir haben wieder 3 Leben. Wo haben wir das Leben hergekriegt? Unsere Lebensleiste oben links hat sich wieder aufgefüllt. Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber ich wüsste jetzt nicht warum. Okay, diesmal hat er 3 Ziele. Und er zerstört sämtliche Tinte. Letzte Phase. Sogar 4 Ziele, wie ich das jetzt sehe. Aber der kommt mir irgendwie einfacher vor als der Gegner zuvor. Der ist auch einfacher als der Würfel. Aber finde ich nicht schlimm. Kann ich mit leben. Alles klar, dann sage ich an dieser Stelle einfach mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, jetzt kommt vermutlich noch, wenn ich dran denke und wenn ich es finde, das Secret aus Level 1. Hinten dran geklatscht, aber ansonsten kann ich mich hiermit schon mal von euch verabschieden. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo wir dann in Abschnitt Nummer 3 gehen. 9 von 27 Level scheinen wir geschafft zu haben. Und ich bin mal gespannt, was noch kommt. Also ein Drittel ist schon durch. Oh. Eine geheimnisvolle Übertragung, vielleicht vom Octorok. Ne, Octorok ist ein Pokémon, ne? Ne, Octorok ist irgendwie... Octorok, wer war denn Octorok? Das waren Tintenfische, die Steine geschossen haben. Die waren aus irgendeinem Spiel. Octoroks. Aus welchem Spiel waren denn Octoroks? Ich habe sie sogar vor Augen. Ich habe vor Augen diese Tintenfische... die quasi Phaser-Glocken aus dem Rüssel geschossen haben, statt Tinte, aber aus welchem Spiel waren die? Die sind aus Zelda, oder? Octoroks? Ja, ich glaube, die sind aus Zelda, Ocarina of Time und Majora's Mask. Müssten die Octoroks gewesen sein? Gott, ist jetzt auch egal. Geheimnis für Übertragung von den Oktopus-Viechern. Wahrscheinlich vom Anführer von denen, das wollte ich eigentlich sagen. Gute Fisch. Stimmt doch wieder was mit dem Funkverbindung nicht. Nun ja, wen kümmert? Nummer 3, exzellente Arbeit, weiter so. Die scheinen sich zu kennen. Vielleicht noch aus alten Kriegszeiten. Anti-Octo-Prototypen. Erfinder Attila Arti, der Erste von Schützhausen. Kalmarsenal. Bulibazar in Kopolis. Ja. Ah, jetzt weiß ich, was das hier ist. Nachdem ich das erste Design da gefunden habe, hat mich im Waffenshop eine besondere Waffe angezeigt bekommen. Jetzt werde ich das wahrscheinlich wiederbekommen. Wahrscheinlich jeden Boss, den wir besiegen und die Schriftrolle danach einsammeln, bekommen wir quasi ein neues Waffendesign für den Waffenshop. Jetzt verstehe ich das, warum plötzlich im Waffenshop, ohne dass ich ein Level gestiegen war, habe eine neue Waffe verfügbar war. Deswegen ist auch der Haken dran, weil wir die gekauft haben. Jetzt ergibt tatsächlich alles Sinn. Okay, das sieht eher nach einem Sniper-Ding aus. Schauen wir uns das dann mal im Laden an. Aber vorerst haben wir hier den Strom wieder aktiviert und können im nächsten Part ins nächste Gebiet starten. Wir schauen einfach mal ganz kurz, wie viele Level uns hier beim nächsten Mal erwarten. Für den nächsten Boss brauchen wir... Sieht noch etwas größer aus als die Ebene gerade. Oh Gott, ist das eine riesige Ebene. Wir brauchen wieder 6 Elektrowälse. Vielleicht schaffen wir es wieder mit einem Überlänge-Part. Ich denke aber eher, man kann da anderthalb Parts draus machen. Dann rüsten wir nochmal kurz unsere Heldenwaffe auf. Wir haben gerade genug Punkte dafür. Ja, schön. Dadurch müssen die etwas stärker gewesen sein. Ja, die Feuergeschwindigkeit hat sich dadurch erhöht. Und ja, wie gesagt, dann schneide ich jetzt nochmal kurz die Secret-Schriftrolle, beziehungsweise wo sie sich befindet, von Level 1 dran. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.